Sie ist eine der herausragenden Künstlerinnen ihrer Generation, die Pianistin Olga Scheps. Eine Magierin der leisen Töne und eine virtuose Dramaturgin des großen Gefühls. Überall verzaubert sie so in den internationalen Konzertsälen ihr Publikum. Doch seit einiger Zeit träumt die gebürtige Moskauerin und Wahlkölnerin von einer ganz besonderen Konzertkulisse, dem Kölner Dom. Also ich laufe da sehr oft dran vorbei, wenn ich in die Stadt gehe oder wenn ich zum Bahnhof muss. Also ich fahre viel Zug zu Konzerten auch und ich sehe da tausend verschiedene Leute. Ich sehe Leute, die einfach in die Stadt gehen oder gestresste Leute, Leute unterschiedlichen Alters. Und da habe ich mich schon immer gefragt, was passiert eigentlich, wenn man da einen Flügel hinstellt? Wie wird das sein? Und meine Traumvorstellung ist es, dass die Leute stehen bleiben. Und dass eigentlich jeder, egal ob er schon Berührung hatte vorher mit der Klassik oder nicht, vielleicht sich einen Moment Zeit nimmt und einfach mal zuhört. Oder einfach sich vielleicht einfach kurz diesen entspannten Moment oder diesen konzentrierten Moment oder einfach einen neugierigen Moment hat und sich auf die Musik einlässt. Allerdings ist die 31-jährige Konzertpianistin selbst selten zu Hause in Köln. Die meiste Zeit ist sie berufsbedingt auf Reisen. Eigentlich steht der Koffer immer irgendwo in der Wohnung rum und ist so halb gepackt schon. Weil lohnt sich nicht, den komplett auszupacken, komplett einzupacken. Deswegen, ja. Und wohin geht die Reise jetzt? Also jetzt nach Prag, dann wieder zurück nach Deutschland. Dann spiele ich in verschiedenen deutschen Städten. In Prag spielt Olga Scheps zum ersten Mal beim renommierten Rudolf-Virkuzny-Klavierfestival, benannt nach dem legendären tschechischen Pianisten, dessen alte Dvořák-Platten sie so liebt. Sie selbst hat für Prag die Werke Frédéric Chopins mit im Gepäck, mit deren Interpretation ihr einst der internationale Durchbruch gelang. Ich gehe auf die Bühne und ich versuche halt eins mit der Musik zu werden. Und das sind so die schönsten Momente für mich, wenn ich das Gefühl habe, dass mir das gelingt. Schon als Studentin wurde Olga Scheps für ihr erstes Chopin-Album ausgezeichnet. Und bis heute wirkt es, als hätte der Komponist seine emotionsgeladenen poetischen Stücke eigens für sie komponiert. Ich spiele sehr gerne Chopin. Ich habe das Gefühl, dass ich diese Musik gut verstehe. Und ich empfinde das so, dass er sehr ehrlich und aufrichtig vom Inneren komponiert hat. Und ich habe das Gefühl, ich kann auch sehr viel von mir damit ausdrücken und ich kann diese Musik sehr gut nachvollziehen. Und dieses Gefühl, das ich beschreibe, dass ich so eins mit dem Stück werde, das fällt mir bei Chopin sehr leicht. Also es fühlt sich sehr natürlich an. Doch nicht nur die Romantik gehört zu Olga Scheps Repertoire. Auch die Werke Sergei Prokofjews begleiten sie von Jugend an. Mit seiner technisch anspruchsvollen 7. Klaviersonate versetzt Olga Scheps die Prager beim Virkuzny-Klavierfestival in helle Begeisterung.
Vor allem mit dem furiosen Finale reißt sie ihr Publikum im wahrsten Sinne des Wortes von den Stühlen. Ich bin damit aufgewachsen, dass Musik etwas Alltägliches ist. Und ich finde das schön. Ich möchte das weitergeben. Ich möchte, dass Klassik zugänglich ist für jeden. Ich möchte, dass jeder, der Lust hat, sich Klassik anzuhören, dass er das auch kann. Und deswegen mache ich auch diese Domplattenaktion. Domplattenvorbesichtigung mit Freund Sebastian. Denn schließlich kann man so ein teures Instrument ja nicht einfach irgendwo auf die Straße stellen. Oder vielleicht doch? Ja. Und dann würden wir von hier, die Bühne ist hier, da nach rechts rollen. Okay. Und wo wolltest du das Klavier dann hinstellen? Also ich meine, du musst es ja irgendwo, einfach hier in die Mitte. Einfach in die Mitte. Okay. Wobei Klavier in diesem Fall vielleicht doch ein wenig untertrieben ist. Olga Scheps gehört zum erlesenen Kreis der sogenannten Steinway Artists. Unter einem 120.000 Euro Konzertflügel geht dann nichts. Keine Frage, es gibt leichter handelbares Gerät für Straßenmusik. Der wird gerade gefilmt und es interessiert ihn einfach null. Das ist das, was ich auch den Leuten schenken möchte. Einfach so einen Moment der Ruhe, einen Moment Zeit vergessen. Weißt du? Was müsstest du denn eigentlich für ein Stück spielen? Ich sage ja immer so, was gibt Schöneres als entspannte Musik, aber du kannst ja auch andere Sachen spielen. Schnelle. Ich meine, Schnelligkeit passt ja auch zu Köln. Ja. Oder willst du die Leute etwas runterbringen? Ich muss gucken, wie sich das hier anhört. Das ist ja sehr laut. Und wenn ich zum Beispiel Satie spiele, bei Satie ist ja vieles so total leise. Olga Scheps Einspielung der eigenwilligen Miniaturen Erik Satis ist zu diesem Zeitpunkt der Renner beim internationalen Klassikpublikum. Es ist bereits ihr 7. Album und steht wochenlang auf Platz 1 der Klassikcharts. Satie hat so einen bestimmten Zauber. So eine bestimmte helle Melancholie. Es ist manchmal minimalistisch, in sehr wenig Tönen viel Inhalt rübergebracht, ähnlich wie bei Mozart. Und es ist eine Musik, die eine bestimmte Magie hat. Das kann ich schwer beschreiben. Das ist etwas, was man dann vielleicht in dieser Musik einfach hört. Ich bin sehr froh, dass wir dieses Album gemacht haben und ich liebe diese Musik sehr. Und natürlich freut mich das dann, wenn das Album auf 1 ist, weil das bedeutet für mich, dass vielen Menschen das gefallen hat. Und das ist natürlich schön. Es ist schön, wieder Schwebebahn zu fahren. Das war früher ein normales Transportmittel. Ich bin damit in die Stadt gefahren, zum Einkaufen, zum Freunde treffen. Und jetzt sitze ich hier drin und ich merke, das ist richtig was Besonderes. In Japan gibt es so etwas Ähnliches. Aber es ist nur ähnlich. Ich war 6 Jahre alt, als wir aus Moskau nach Wuppertal gezogen sind. Und ich bin hier auch zur Schule gegangen. Und hier in der Gegend habe ich gewohnt. Das war eure erste Wohnung? Das war die erste Wohnung, ja. Mit Klavier? Natürlich. Es gab nie eine Wohnung ohne Klavier. Bis heute hat die Kölner Pianistenfamilie im ehemaligen Wuppertaler Wohnhaus ein Studio mit 2 Flügeln.
Hier übernimmt der Vater, der in Aachen an der Hochschule eine Professur für Klavier hat, gern einmal für die Tochter den Orchesterpart, wenn ein großes Klavierkonzert ansteht. Aktuell Wolfgang Amadeus Mozarts Klavierkonzert, Köchelverzeichnis 467. Ja, не агрессивный? Очень хорошо. А можно еще раз вот отсюда? Да, конечно. Сейчас. Там это так 100. Да, окей. Verstärken jeden Ton, diese Stufe. Eich verbinden oder nicht? Nicht wirklich. Nur Pedale? Ja. Okay. Ja. Aber wechseln. Aha. Wann spielst du das? Через две недели. In zwei Wochen in Madrid. Wow. Es wird bestimmt ein tolles Konzert, glaube ich. Hoffentlich. Oh, schau mal. Ich habe gefunden, das war auch in Wuppertal. Ui. Das ist interessante Sachen hier. Ja, wunderbar. Oh. Wann war das? So. Oh, das war, du warst 8 Jahre alt oder 7. 7, glaube ich. Ja, das war schon Jahre. Sehr bald, nachdem wir gekommen sind. Ja. Ja. Sehr intensiv, schau mal, das ist klasse. Ne? Temperamentvoll. So ein Bimmel. Ganz loco über Crow jetzt. Weckt das irgendwelche Erinnerungen in dir? Kannst du dich an Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Daran kann ich mich besser erinnern. Das ist Improvisation nach Bild. Olga, hast du das gemalt? Ja. Das ist lange, lange her. Ich wollte ein düsteres Schloss malen. Ja. Ja, viel gemalt als Kind. Und das ist alles improvisiert, was du dazu spielst? Ja. Ja, das ist schon einfach kreativ. Einfach die Geister da, Wind weht. Das war richtige Erzählung. Sie unterrichten auch und haben ja auch die Olga lang unterrichtet. Ist es wichtig, dass die Kinder auch improvisieren? Ja, wichtig ist, dass die Kinder etwas vorstellen mit Musik. Dass, egal, sie improvisieren oder sie spielen oder sie malen nach Musik oder so etwas vorstellen oder erzählen. Ich kann mich daran erinnern, dass Musik immer etwas mit einem Bild zu tun hat oder mit einem Inhalt, mit einer Emotion. Irgendetwas hat man immer rübergebracht. Es war nie einfach nur Töne drücken, sondern es hatte immer einen Inhalt. In ihrem Spiel gibt es dieses Erzählerische, ist geblieben. Also, Musik sagt immer was. Und das ist wichtig, dass Olga damit groß geworden ist, mit diesem Gefühl, ich sage was. Und dann findet sie, wie sie das sagt, mit welchem Ton, mit welchem Klang. Eine gewaltige neue Klanglandschaft erschließt sich die 31-Jährige erstmals beim Acht-Brücken-Festival zu Hause in Köln mit Arvo Pärts Lamentate aus dem Jahr 2002. Zusammen mit dem estnischen Nationalorchester unter Dirigent Bas Vigas. Musik.
She's very passionate. I think that's the first word that comes to my mind. Sie ist sehr leidenschaftlich. Das ist das Erste, was mir in den Sinn kommt. Ihr Klavierspiel ist sehr farbig. Es ist sehr gut für das Pärtstück, das wir zusammen machen. Auch, dass sie sehr emotional ist. Denn die Musik ist sehr minimalistisch und wird oft zu kalt gespielt. Aber bei Olga kann das nicht passieren. Sie gibt einem unmittelbare Wärme und Melancholie. Estonia National Orchestra jetzt in Tallinn geprobt und bei den Proben war Arvo Pärt persönlich dabei. Und ich fand das so spannend, mit ihm zu sprechen, weil allein auch diese Sicherheit, dass ich jetzt mit dem Komponisten spreche, der das ja geschrieben hat, er weiß am besten, wie man das spielt. Und das hat mir irgendwie so gut getan. Das, ja. Ich komme aus Russland und ich kann gut nachfühlen, welche Stimmung er meint. Also er ist ein sehr religiöser Mann, er ist orthodox. Und in diesem Werk kommen viele Zitate eben aus der Kirche vor. Und was ich aber charakteristisch finde auf dieses Stück und was er mir auch vermittelt hat, wie er das meint, ist also diese Geduld, dass man über dem Ding steht. Ich glaube, Geduld in dieser Religion gerade besonders eine große Rolle spielt. Und was ich auch sehr mutig finde von ihm, wie er zum Beispiel das Pedal benutzt. Und ich muss die ganze Zeit von hier bis hier halte ich das Pedal durch und ich wechsle das kein einziges Mal. Und dieses Aufeinanderreihen von verschiedenen Harmonien innerhalb von einem Pedal klingt bei ihm aber wahnsinnig schön. Und das ist so eine Besonderheit, finde ich, von Arvo Pärt. Ja. Die höchste Höhe, die geht, weil ich mit meinen 1,75 sonst einfach nicht unter das Klavier passe mit den Knien. Wir reden gerade über meine Absatzhöhe. Das heißt, auf den Teppich. Genau, das ist die Lösung. Ich musste echt 30 Jahre alt werden, bis ich endlich begreife, was mich eigentlich immer gestört hat. Weil wenn man, also bei mir ist das so, ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, aber in dem Moment, in dem ich auf das Pedal drücke, schiebt sich der Absatz ein kleines Stück nach hinten und der macht krrr. Und das hat mich immer verrückt gemacht, deswegen habe ich immer flachen Schuh gespielt. Und dann, irgendwann, habe ich mir einen Teppich im Internet bestellt. Ich habe zwei Teppiche, einen in beige für Parkettboden und einen in schwarz für so Theaterboden oder sowas. Und dann google ich mal vorher, wie das halt aussieht. Und dann komme ich da mit meinem Teppich und das ist die Lösung. Ebenfalls ein wichtiger musikalischer Begleiter im Leben der Pianistin Olga Scheps ist ihr ehemaliger Kölner Professor Pavel Gililov, der seit seiner Emeritierung in Salzburg lehrt. Bis heute sucht sie ihn immer wieder auf, um mit ihm den Geheimnissen der sogenannten russischen Schule nachzuspüren. Was ist typisch für russische Schule? Das ist fantasievolle Betrachtung der Materie. Fantasievoll, ja. Also nicht nur genau, sondern mit sehr viel Fantasie und singende Ton. Das ist typisch auch für russische Schule. Dass ich mich verbessere, wenn ich Unterricht hatte und wenn ich mir nochmal Dinge durch den Kopf gehen lasse und ich übe, weil ich das Gefühl habe, ich werde besser und ich möchte auch
besser werden. Ich habe nicht den Eindruck, dass ich irgendwo schon angekommen bin. Ich finde, das ist aber auch ein Aspekt, den mein Beruf hat, dass ich immer auf dem Weg bin, auf der Suche. Sie hat von Natur aus große Begabung als Pianistin. Ja, dieses Instrument passt ihr sehr gut und sie fühlt sich am Klavier wie Fisch im Wasser. Ja. Sie reagiert sehr schnell und sie kann diese musikalischen Impulse wirklich darstellen, sehr natürlich. Also sie ist ein sehr natürlicher Mensch, sehr warmherzig, das ist auch sehr wichtig. In Köln wurde inzwischen das richtige Instrument gefunden, mit dem auch eine Steinway-Künstlerin die Straße nicht zu scheuen braucht. Und der dazugehörige Fachmann, der dem Konzertflügel Größe B den letzten Schliff fürs große Outdoor-Erlebnis verleiht. Jetzt mache ich den einen Hauch spitzer, zum Beispiel. Das sind wie gesagt nur Nuancen, aber tatsächlich gibt es dann ein bisschen strahleren Ton. Na, ich meine, Olga strahlt sowieso. Heller gemacht. Ich glaube, die Dunkelheit ist ja besser. Ein bisschen. Damit das durchkommt. Ja, so, bei dem Geräusch. Ich gerne sowas. Ein bisschen hier, ein bisschen spritziger gemacht. Ja. Ist zwar nur ein Hauch, aber ist okay soweit. Ich finde ihn total schön. Ich finde, er hat einen leuchtenden Klang, hat schöne tiefe Bässe und ein toller Flügel. Also ich freue mich, wenn wir den haben dürfen. Nee, alles klar. Nee, schön. Gut. Wenn du zufrieden bist, dann bin ich mal weg. Und du bist dabei bei der Tonplatte? Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Okay. Tschüss. Tschüss. Nicht nur in Köln, auch in Hamburg will Olga Scheps in diesem Sommer neue Publikumsschichten erschließen. Weswegen sie die Elbphilharmonie auf dieser Reise auch prompt links liegen lässt. Ihr Ziel heute: das Hamburger Reeperbahn-Festival, wo sich alljährlich die Popbranche trifft und es in diesem Jahr erstmals auch einen kleinen Klassik-Slot geben soll. Gut abgeschottet in einem ehemaligen Weltkriegsbunker. Im sogenannten Resonanzraum, der eigens für solche Grenzgängerprojekte geschaffen wurde. Die Frage ist nur, wie kommt man dahin? Olga Scheps, die Pianistin von heute Abend, und okay. Ich habe einen Soundcheck um 15.10 Uhr im Resonanzraum. Ja. Können Sie mir da helfen? Ja, da genau neben uns ist die Tür zum Resonanzraum. Okay. Rechts? Einfach klingeln, genau hier. Das ist der Resonanzraum neben uns. Okay, alles klar. Genau hier, dann eben die Tür, einmal klingeln. Okay, danke schön. Meine Idee war, gezielt Klassik auf Pop treffen zu lassen, um den Austausch zwischen diesen beiden Musikstilen noch mehr zu fördern. Ich nenne es bewusst Stile und nicht unterschiedliche Kategorien, weil ich selber Schwierigkeiten mit diesen Kategorien habe und auch viel an jungen, musikinteressierten Leuten feststelle, dass sie in diesen Kategorien nicht mehr denken, dass sich das langsam auflöst. Alle busy. Künstlerzimmer. Das Künstlerzimmer ist großartig mit einem Balkon, das hat man nicht so oft. Ich habe einen kleinen Teppich gefunden. Ah. Darf ich den vielleicht unter das Klavier legen? Ich kann es ja da vorne, der kleine Schaufel. Aber ich glaube, es sollte kein Problem sein. Ja. Und nach wird klar, warum Popbands meist einen ganzen Tross schwerer Jungs mit sich führen. Wer keine sogenannten Roadies mit hat, der muss sein Instrumentarium selbst aufbauen. Thank you.
Erster Check, Ergebnis positiv. Es ist ein super Raum. Ich freue mich total, dass das Reeperbahn-Festival das Klassik macht. Ich mich auch. Bin auch sehr gespannt, wie es wird heute Abend. Ja. Doch dann tauchen doch die ersten interkulturellen Differenzen auf. Also der quietscht extrem laut, das geht nicht. Ja. Das ist halt das Einzige, was halt geht. Du kannst jetzt gerne noch mal den Stuhl halt hier ausprobieren. Runter. Okay. Und einen von denen vielleicht? Das ist halt stabiler als der. Doch, das ist gut. Ja? Ich nehme den. Okay. Danke, ne? Flügel ist schön, aber die Stühle quietschen alle. In der Klassik ist es ja so, dass man den kleinsten Ton hört. Und bei einem Rockkonzert ist es völlig egal, ob irgendwas quietscht. Das hört man nicht, weil das total übertönt wird. Und die hat mich gerade angeguckt so. Ich habe mich gerade zum ersten Mal gefühlt wie eine Diva. Naja, jedenfalls haben wir jetzt einen Stuhl gefunden, der nicht quietscht. Er ist ein bisschen zu hoch, aber schon okay. Aber Flügel ist gestimmt? Naja, jetzt nicht mehr. Also ich hoffe, er wird noch gestimmt. Nochmal, weil das ist auch so eine Sache, die zum Beispiel, also in einem Klassikfestival ist das normal, dass ein Flügel vom Auftritt nochmal gestimmt wird. Das weiß man aber nicht, wenn man nicht permanent mit Flügeln zu tun hat. Und dann hört man sowas wie, ja, er ist ja schon gestern gestimmt worden. Doch am Ende ist alles gut. Der Flügel gestimmt und die Künstlerin in Bestform. Und die Reeperbahn-Festivalbesucher staunen nicht schlecht über den faszinierend gechillten Chopin, den sie unplugged an diesem Abend zu hören bekommen. Wir haben uns bewusst für Olga Scheps als Teilnehmerin für dieses Festival, für den Klassikteil des Festivals entschieden, weil auch junge Leute, die sich vielleicht mit dem Klassikbereich nicht so auskennen, sich mit ihr identifizieren können durch ihre ganze Art, durch ihr Wesen, durch ihren Ausdruck auf der Bühne und weil viele der Besucher eben auch wissen, dass sie gute Beziehungen zu Chili Gonzales hat, der ja komplett aus dem Popbereich kommt und sie das wirklich glaubwürdig macht. Der kanadische Indie-Popstar und Wahlkölner Gonzales besucht nicht nur regelmäßig Olga Scheps Kölner Konzerte, sondern hat sie auch schon als Special Guest zu einem seiner legendären Abende in die Kölner Philharmonie eingeladen.
announce you? He will announce me. Perfect. Yeah, I think it's going to be louder and possible. So I have what will hopefully be a special treat for you, but it's. Und jetzt werde ich euch eine besondere Freude machen. Eigentlich mache ich sie mir. Hier in Köln hat mir eine großartige Pianistin das wunderbare Privileg zuteil werden lassen, ein Stück für sie zu schreiben, das hier heute Premiere haben wird. Uraufführung des ersten Stücks, das ich geschrieben habe, aber nicht spielen werde. Ein wirklich aufregender Moment für mich. Ich hoffe für euch auch. So please welcome to the stage Cologne's own Olga Scheps. Come on out, Olga. Sense of rhythm that not many classical musicians have. Olga hat einen Sinn für Rhythmus, wie ihn nicht viele klassische Musiker haben. Ich sage immer, in der Musik geht es vor allem darum, wann und wie man den Ton trifft. Und Olga kann das. Das ist etwas, das man nicht unterrichten kann. And it's something you can't teach. Die Klassik und der Pop, was haben die gemeinsam? Eigentlich fast alles, außer ein paar kleine Details. Zum Beispiel, dass wir meistens geschriebene Musik spielen. Das machen wir auch, aber trotzdem spielen wir es immer anders. Und wir haben zwar auch zeitgenössische Komponisten, aber die meisten, deren Stücke wir spielen, sind bereits tot. Vielleicht ist das der einzige Unterschied zwischen unseren beiden Welten. Aber die Gefühle und das, was wir ausdrücken wollen, ist ziemlich gleich. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass es für einen studierten Jazzpianisten und versierten Singer-Songwriter womöglich einfacher ist, einen ganzen Abend zu improvisieren, als den Orchesterpart eines Beethoven-Klavierkonzerts vom Blatt zu spielen. Was Chili Gonzales mit Olga Scheps Hilfe und täglichem Training gerade dringend ändern will. Du bist zu schnell. Ich kämpfe ums Überleben.
massakrieren Beethoven. Wird doch. Ja, ich kann jetzt besser schummeln. Ich liebe dieses Konzert, es ist so schön. Beethoven in a good mood. Aber doch nicht so, wie wir es spielen. Aber es stimmt, es muss wohl schön sein. Zwei Wochen später dann Olga Scheps mit ihrem Chili Gonzales Lieblingssong im Ohr auf dem Weg nach Frankfurt, wo Ludwig van Beethovens drittes Klavierkonzert im gewohnten klassischen Rahmen auf dem Programm steht. Mit dem Orchestra della Svizzera Italiana unter Markus Poschner. Vor zwei Tagen erst haben sich Dirigent und Solistin kurz vor dem ersten gemeinsamen Konzert kennengelernt. Auch solche Kaltstarts muss beherrschen, wer im modernen Klassikbetrieb bestehen will. Wir hatten eigentlich nur eine Probe am Nachmittag und dann gleich Konzert. Und das ist nicht üblich. Also gerade wenn es auch um so außerordentlich tolle Literatur geht wie Beethoven. Drittes Konzert wäre schön, man hätte ein bisschen mehr Zeit. Habt ihr trotzdem ein Gefühl füreinander bekommen, wie das so ist, zusammenzuarbeiten? Ja, Gott sei Dank. Also das ist ja, das kann man ja wirklich nicht planen. Und gerade Beethoven, das ist ja auch immer gleich eine philosophische Frage. Also wo trifft man sich da? Also welche Attitüde nimmt man da mit? Wie legt man das an? Das ist ja, ich meine, gerade bei diesem dritten Konzert geht es ja wirklich um ganz verschiedene Welten und Stimmungen. Und man hat ja immer gleich so eine Message. Das ist bei Beethoven ja immer so der Fall. Es wird ja immer so schnell politisch. Ja? Und es geht um Leben und Tod, auch in dem Konzert schon ein bisschen. Es geht los mit einem riesigen, also mit einer riesigen Orchestereinleitung. Es ist im Grunde eine Ouvertüre, mit der das losgeht. Und dann beginnt die Klaviereinleitung mit einem, ja, eigentlich mit einem Klavierlauf, aber es ist kein Lauf, es ist ein Donner, Donnergrollen. So empfinde ich das. Und das ist eben dieses typische Beethoven C-Moll, dieses, ich bin jetzt nicht eingespielt, aber ich versuche das mal. Jetzt rein vom begleittechnischen Aspekt ist es sehr einfach, sie zu begleiten. Und das ist schon mal ein Riesenlob, weil auch bei diesem Konzert gibt es unglaublich viele Fallen. Man muss wirklich genau wissen,
Mit wem spielt man als Pianist zusammen? Was macht die linke Hand? Mit wem? Mit dem zweiten Fagott oder mit der Bassgruppe? Oder wo sind die Mittelstimmen verhakt? Und da, glaube ich, ist sie sehr, sehr wach und sehr, sehr genau dabei. Der zweite Satz ist so eine große Schönheit, aber es ist nicht so ein gemütliches Schönsein, es ist nicht so ein harmonisches Schönsein, sondern es bleibt nie so lange in einer Stimmung, dass man sich entspannen kann. Also es gibt eigentlich in dem ganzen Konzert keinen Moment der Entspannung, so empfinde ich das. War ich sehr glücklich, weil wir uns doch sehr, sehr schnell gleich verstanden haben und in die richtige Richtung geguckt haben. Und wie ich jetzt weiß, nachdem ich sie kennengelernt habe, ist sie sicherlich so ein Typ, der offen ist, auch für andere Ideen, der interessiert ist an einem Austausch. Auch das ist nicht selbstverständlich in unserem Geschäft. So gesehen war das nicht vorhersehbar. An die 100 Konzerte spielt die Pianistin Olga Scheps jedes Jahr. Entsprechend selten die Momente, in denen sie zu Hause in Köln tatsächlich einmal einen ganzen Tag frei hat, um ihn mit Partner und Freunden zu verbringen. Nee, nee, das Wunder und Glatter geht es, glaube ich, gar nicht. Aber das ist fast zu schade zum Wegwerfen. Fast. Ich habe eigentlich fast immer, wenn ich etwas mache, was mit Entspannung, Urlaub, Erholung, Spaß haben zu tun hat, fast immer ein schlechtes Gewissen. Ich kann nicht einfach am Wochenende 2 Tage wegfahren und irgendwie noch eine Nacht durchmachen, dann das geht nicht. Also das verstehen meine Freunde auch. Wobei ich auch sagen muss, dass bei mir auch deshalb Freundschaften auseinandergegangen sind, weil ich einfach nicht da bin und weil ich keine, auch wenn ich den Willen habe, nicht die Zeit habe, dann bestimmte Freundschaften zu pflegen. Aber das gehört eben zu meinem Beruf dazu und ich will ja auch im Training bleiben und das ist eben das Opfer, was ich dann bringe. Ich muss jeden Tag ans Klavier und wenn ich 2 Wochen nicht übe, dann fühlen sich meine Hände an wie Beton. Das ist so schlimm für mich und das will ich einfach nicht. Ich bin ja vielleicht auch ein bisschen überrascht worden davon, wie die Branche heutzutage so funktioniert, weil als ich aufgewachsen bin in meinem Elternhaus, haben wir viele Platten gehört von Jewgeni Kissin, Emil Gilels. Das sind so die Pianisten, mit denen ich aufgewachsen bin, Horowitz. Und das ist die Ästhetik, mit der ich aufgewachsen bin. Das ist auch das, was ich mag einfach. Das ist etwas sehr Schönes für mich. Aber damals hat die Branche anders funktioniert. Damals hat zum Beispiel ein Pianist ein Soloprogramm angeboten, hat das ein Jahr lang getourt und hat vielleicht 2, 3 Klavierkonzerte noch gespielt. Heutzutage ist es, wie es ist. Man spielt sehr viel mehr verschiedene Programme. Man spielt, also einfach so als Beispiel, ich habe dieses Jahr 3 Soloprogramme gespielt, also spiele ich. 3 verschiedene Soloprogramme, 6 Klavierkonzerte. 2 neue habe ich dieses Jahr gelernt, plus Kammermusik. Da macht man nochmal mit dem Schwung. Ne? Und Fotos für die neue CD mit Werken von Peter Tschaikowski müssen auch noch her.
Für Olga Scheps, die nicht nur blendend aussieht, sondern sich auch wie ein Model vor der Kamera bewegt, eigentlich kein Problem. Wären da nicht immer wieder diese Artikel, die sich offensichtlich lieber mit ihrem Styling als mit ihren Interpretationen beschäftigen? Ich finde, jeder oder jede soll sich anziehen, wie sie das möchte. Wenn man sich schön macht, muss man das dürfen. Und es gibt ja auch weniger attraktive klassische Musikinterpreten, die auch nicht darauf angesprochen werden, warum sie jetzt so dick oder ungepflegt aussehen, weil es eben egal ist. Und das ist das Recht eines jeden Künstlers, auszusehen, wie er möchte oder wie sie möchte. Und ich würde mich freuen, wenn das etwas mehr ins Bewusstsein kommt und wenn sich die Mentalität vielleicht ein bisschen verändert in die Richtung, dass, wenn man selber eigentlich möchte, dass die Klassik jetzt nichts mit Äußerlichkeiten zu tun hat, dann muss man das auch nicht permanent thematisieren. Und ich wundere mich immer, wenn wirklich Klassikjournalisten anfangen, über Äußerlichkeiten zu sprechen und Klassikjournalisten mich fragen, warum hast du dieses Kleid angezogen oder warum trägst du keine High Heels, wenn du beim letzten Auftritt doch High Heels anhattest. Das wundert mich einfach immer und ich wünsche mir, dass man das einfach trennt. Musik ist das eine und so wie man aussieht, wie man sich stylt oder wie man sich eben nicht stylt, ist das Recht eines jeden Künstlers und eigentlich auch eines jeden Menschen. Und mal so in Richtung von den Schuhen schauen. Klavierbearbeitungen Michael Pletnjovs von Peter Tschaikowskis Ballett Der Nussknacker hat sich Olga Scheps für ihre neue CD-Einspielung ausgesucht. Ist auch schön. Und eines der meistgespielten und aufgenommenen Werke der Klavierliteratur. Rot? Ja. 77? Peter Tschaikowskis Klavierkonzert Nummer 1 mit dem WDR-Sinfonieorchester unter der Leitung von Carlos Dominguez Nieto. Geigen waren auch gut. Sehr gut. Das war's. So gut, dass er von mir aus ist. Perfekt. Ja, ich bin auch sehr einverstanden mit dem Beginn. Ja, auch der Einsatz der ersten Violinen war sehr schön. Olga, gibt es von deiner Seite etwas, was du noch verändern möchtest für den... So, Anfang finde ich sehr schön. Dann lassen wir es so. Mir hat's gefallen. Danke. Dann der entscheidende Moment. Die Künstlerin hört die Aufnahme ab. Immer auf der Suche nach möglichen Fehlern oder Unstimmigkeiten in der Interpretation. Das mit mehr Pedal, so ein bisschen wolkig. Nee, nicht gut. Das ist schön, auch mit den Pizzicati. Die Balance ist sehr gut und das ist sehr gut zusammen. Wir haben das Tempo sehr gut aufgenommen. Ja. Ja. Genau. Ganz großer Bogen. Auch der Übergang ist gut geworden. Okay. Danke. Schön. Bis nachher. Bis nachher. Bei diesem Klavierkonzert liebe ich die Energie, die darüber kommt, diese Power und die Freude und Feierlichkeit, die auch sehr präsent ist in diesem Konzert. Und es gibt auch Drama und Trauer und Verzweiflung in diesem Konzert und auch
fast schon ins Aggressive gehende Motive. Und jede Phrase, die diese Sachen beinhaltet, endet im Dur. Es endet doch immer im Positiven. Es ist immer ein Happy End. Der große Tag. Flügel on the road. Olga Scheps schenkt den Kölnern ein Konzert. Das Instrument ist schon da, muss nur noch zusammengeschraubt, geputzt und gestimmt werden. Und weil so ein Geschenk ja auch eine Überraschung sein soll, das alles erst einmal im Domplatten-Backstage-Bereich, im WDR-Funkhaushof. Sitzt, passt und hat Luft. Jetzt müssen nur noch die Wettergötter gnädig sein. Der Flügel kann alles haben, aber kein Wasser. Kann es jetzt regnen? Es kann regnen, soll aber nicht zu viel winden. Aber da gibt es jetzt, glaube ich, Seitenteile, die wir auch noch aufspannen, damit, wenn der Wind von seitlich kommt oder der Regen, dass der Flügel trotzdem geschützt ist. Ja, so war das gedacht. Eigentlich. Wenn es regnet und weht und es sind keine Seitenteile drauf, da meine ich wird ja, der Flügel nass. Wenn der Wind weht. Er darf nicht wehen. Na ja. Bei dem Zelt ist nur eine Seitenwand dabei. War das so geplant oder sollten da nicht drei Seitenteile sein? Und Sie haben drei Seitenteile hingelegt. Meinen Sie schon? Das wäre wichtig. Guck mal, ein Hubschrauber fliegt rum, die machen das nicht, wenn es regnet. Das wird schon. Alles wird gut. Und der Flügel klingt fantastisch. Na dann, Klassik für alle, mit fahrbarem Untersatz. Denn Straßenmusiker müssen in Köln spätestens nach 30 Minuten mindestens 200 Meter weiterziehen. Und das Ganze mit einem echten Konzertflügel, Modell B211. Gerade gut genug für Olga Scheps, um auch die Straße von der Schönheit ihrer Kunst zu überzeugen. Schließlich geht es hier und heute um eine echte Herzensangelegenheit. Na gut, ich mache sowas ja zum ersten Mal. Keine Ahnung, wie es wird. Klassik doof. Keiner findet Klassik langweilig. Diese Musik ist so mitreißend, sie ist so voller verschiedener Emotionen. Sie kann rocken, sie kann
hart und absurd sein. Sie kann schön und dezent und parfümiert sein. Sie kann leidenschaftlich sein. Sie kann fröhlich sein. Sie hat alles. Und da ist für jeden Menschen etwas dabei. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei. Das sind 500 Jahre voll verschiedener Stile. Und ich sehe immer nur wirklich Menschen, die da etwas für sich finden, was sie toll finden. Ich hatte das Gefühl, das war ein schöner Moment, so ein kurzer, zeitloser Moment. Also es sind viele Leute stehen geblieben und haben zugehört. Und manche haben da ihre Kamera hochgehalten, gefilmt. Manche haben aber einfach zugehört, standen da und haben, und auch die Kinder sind stehen geblieben, haben geguckt, zugehört. Die erste Station ist ein voller Erfolg. Und mitten unter den neugierigen Klassik-Neulingen findet sich auch erstaunlich gut informiertes Fachpublikum. Freut mich sehr. Was war das zu Beginn in Prokofjew? Ja, das war Prokofjew Sonate Nummer 7 Finale. Ich war richtig. Genau, richtig. Ich muss das leider aufhören. Man darf ja nicht länger als eine halbe Stunde an einem Ort stehen. Deswegen mussten wir mit einer Rollbahnbühne diese Flügel hin und her schieben. Und manche sind ja dann mit uns gegangen, haben nochmal zugehört. Das Experiment gelingt. Mitten an einem belebten Freitagnachmittag steht das hektische Treiben rund um den Kölner Dom für ein paar wunderbare, bezaubernde Minuten still. Klassik für alle, mitten auf der Straße und auf höchstem Niveau. Nicht alltäglich, aber im Alltag angekommen. Für ein paar kurze Momente des Glücks. Im Leben der Kölner und der Pianistin Olga Scheps.